Hey Leute, ich bin's, Christoph der Welt und wir spielen heute Minecraft. Ich habe noch keine Welt vorbereitet, aber das werde ich jetzt tun. Ich werde hier eine Überlebenswelt spielen, einfach mit Bonustruhe. Sofortiger Respawn. Die Cheat aktiviere ich nur, damit ich das Inventar behalte, damit ich alles suchen muss und so. Ich kann dann ziemlich viel machen, die Welt nehmen wir mal in meinen Kanal. Und ja, hier kann man noch einige Einstellungen machen. Spiel. Nehmen wir Startkarte, brauchen wir eigentlich nicht. Seed. Ich habe mein Internet ist abgedreht, das liegt daran, dass ich dann bessere Videos machen kann und ohne dass man dauernd jemand schreibt und so. Ich bin halt auf den Medien immer sehr bekannt oder beliebt. Wie Snapchat oder so. Und ja. Wie ihr merkt, sind vielleicht das nicht mal. Ist jetzt nicht vielleicht der Titel jetzt, dass meine Brüder nerven oder so. Es liegt daran, ich habe meinen Aufnahmeort geändert. Ich bin jetzt woanders. Und nehme woanders auf. Und ja, es gibt vielleicht noch so kleine Probleme mit dem Mikrofon, dass jetzt ab und zu die Audio nicht so läuft, wie sie laufen soll. So leise und so. Ja, wir sind jetzt im Dschungel gespawnt. Hoffen wir, ja, dass die Truhe. Ich nehme deshalb eine Truhe, weil ich durch die Truhe Fackeln bekomme, selbst eine Truhe selbst, damit wir Sachen einlagern können und so. Und ich finde, der Dschungel ist ziemlich nützlich, weil hier sind Kakaobohnen kann man ja ziemlich viele Kekse machen. Ganz viele Sachen wurden jetzt aus der Kiste gedroppt. Am besten, wir nehmen jetzt das Holz, das wir haben, tun es zu Brettern bearbeiten. Okay, ja, jetzt habe ich mich vertan. Kaktus ist auch immer nützlich, können wir zu Farbstoff verarbeiten. Soll ein bisschen optisch auch gut ausschauen. Jetzt machen wir eine Crafting Bench. So, Crafting Bench, dann. Ja, das hat so ein Problem mit dem Bearbeiten und so. Das spiele ich am Handy, wie man sieht. Es ist eigentlich ziemlich gut. Ist zwar ein Handyspiel, aber wie gesagt, das ist ein sehr gutes Spiel. Was ist das? Rote Beete sammeln. Ja, kann man gut was essen. Es kostet 7 Euro. Ist eigentlich die 1.14. Ja, 1.14 und hat ja neue Features, wie ihr wisst. Und ja, könnt ihr in die Kommentare schreiben, wie ihr das, die neue Version so findet. Hat es eine bessere Grafik? Jetzt sehen wir noch nicht so viel davon, aber ich kann euch zeigen, was, ja, hier haben wir, das hier ist zum Beispiel neu. Denn die Gläser haben eine neue Grafik, so was die Punkte auf der Seite. Gerüst hatten wir in der 1.13 schon. Ein Schild habe ich jetzt dazu bekommen, die Armbrust, die Rüstungen haben jetzt auch eine bessere Grafik. Dann wir haben jetzt das hier, das Lagerfeuer, die Laterne. Die drei Antiquitäten, diese zwei, das hier, und so weiter und das hier. Und ziemlich viel noch wie das hier, das ist das. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Das ist auch ziemlich cool. Jedenfalls, was ist hier runtergebröselt? Ja. Jetzt holen wir uns mal ein Setzling, damit wir die Kaubohnen farmen können. Weil, ja. So, jetzt brauchen wir erstmal ein Schwert. Ich bin, wie man sieht, zu faul zum Einlegen oder wie auch immer. Und ja. Wenn es euch gefällt, dann Daumen hoch. Abo lassen, wer noch nicht gemacht hat. Und in die Kommentare schreiben, wie ich das so gefällt, dieses Video. Und an der Autoqualität hapert es vielleicht ein bisschen, aber ja. Ich werde mehrere Teile davon machen, das ist eine Überlebenslip, damit ich euch zeigen kann, wie ich Überleben so spiele. Bambus, brauchen wir das? Die Katze. Wie kann man ja mit Fisch anlocken und dann zähmen. Ganz langsam. Sneaken ist immer besser. Meine Katze kann Creeper fernhalten. Das ist das Nützliche daran. Bleib stehen. Jetzt kommt sie. Eine einzige Bewegung und sie läuft wieder weg. So. Komm her. Ja, das ist für dich.
nicht bewegen. 2000 Jahre später. Schau mir in die Augen. Jetzt läuft sie weg. Dann? Vertraust du mir? Ja, nein, du vertraust mir nicht. Ist nicht so schlimm, wir können den Fisch auch selber essen, unser Fisch. Ups. Ja. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen Holz holen, ein bisschen Steine holen und ja. Ein Haus werden wir auch bauen und ja. Es sind mehrere Teile dieses Video, weil ich kann jetzt nicht noch nicht 30 Minuten aufnehmen und dann geht es auf YouTube nicht. Sobald das Video online ist, werde ich vielleicht schon den zweiten Teil aufnehmen, weil ich werde schauen, dass es nicht zu knapp ist und so. Und ja. Ich glaube, ich weiß sogar den Grund, warum ich meistens Probleme mit der Audio habe und so. Weil ich komme mit dem Finger oft am Kabel vom Mikrofon an und dadurch. Also ist nur eine Vermutung. Ah, Kakaobrunnen. Je mehr, desto besser. So. Schnappen wir uns. Weil Kakaobrunnen machen ja Essen. Da ist eine frische, kriegen wir eine Kakaobrunne. Okay. Jetzt holen wir uns ein paar Setzlinge, damit wir es zu Hause, bei unserem Zuhause dann auch anbauen können. Okay. Ja. Ob man es hört, weiß ich nicht, aber ich habe im Hintergrund ein Radio laufen. Damit wenigstens nicht zu leise, zu wenig im Hintergrund läuft und so. Weil ich, dass ihr meine Brüder anfangen zu vermissen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr sonst noch so gerne sehen wollt, was ihr selbst am Handy habt, was ich testen soll und so. Und ja. Ein Papagei. Mit was lockt man nochmal die Viecher an? Komm schon, ein Setzling brauche ich. Ja. Okay, den können wir noch nicht jetzt. Und nirgendwo ein Setzling. Da ist eine Katze. Oder eigentlich jetzt ein. Keine Ahnung, wie das Viech heißt. Wisst ihr eigentlich, wie man Spawn-Eier craftet? Es ist zwar unmöglich, aber. Oh! Eine Melone. Ist immer sehr nützlich, weil die droppt immer sehr viel. Wir nehmen jetzt ein paar Melonen mit. Ein paar verarbeiten wir. Nehmen wir die drei gleich für Melonenkerne. Die können wir anpflanzen, dadurch kriegen wir dann drei ganze Melonen. Drei saftige ganze Melonen. Und das war keine Anspielung auf eine Frau oder so, sondern. Es war eine Anspielung auf einen YouTuber, der vielleicht viele von euch kennen, einen Minecraft-YouTuber. Und zwar, ihr wisst, wen ich meine. Chaosflor. Und er ist ein ziemlich guter YouTuber, finde ich. Er macht gute Minecraft-Videos. Ich schaue mir ziemlich viele davon an. Und ja. Okay. Mit ein bisschen Glück finden wir jetzt hier drin einen Spawner. Ja, das habe ich auch das Problem, dass ich auf Fragezeichen drauf zu ganz auf X. Ah. Wir werden angegriffen. Was willst du, ha? Muckst du auf? Wir sehen nichts. Du bist immer noch da. Stimmt. So. Ich wollte aber Knochen haben. Ist hier irgendwas außer Kohle? Dann nehmen wir die Kohle. Jetzt müssen wir aufpassen, weil das Viech oder das Ding, was da drin steckt, ja, hittet uns. Ist das ein Creeper? Haben wir Schaden bekommen durch das Ding? Ja, das Ding ist immer sehr gefährlich, wenn sowas im Boden drin steckt, dann fliegt es zurück. Jetzt haben wir Schaden bekommen und jetzt ist es weg. Hoffe ich. Oh, eine Fledermaus. Oh Gott, habe ich mich erschreckt. Ich hatte einmal Glück, ich habe Stein, ich habe Eisen vor Stein gefunden. Oder bevor ich halt abgebaut habe. Ich war damals so dumm, ich habe halt mit der Holzspitzhacke abgebaut. Und da waren 5 Eisenblöcke. Ja, das war ziemlich dumm von mir. Ich hatte ja nicht so viel über Minecraft gewusst.
Was seid ihr eigentlich so für Spieler? Seid ihr eher Fortnite-Spieler oder Minecraft-Spieler? Ich bin schon immer eigentlich Minecraft-Spieler gewesen, weil meine Brüder waren auch eigentlich Minecraft-Spieler und dann sind halt in den Fortnite-Hype reingefallen und ich habe mich davon nie überreden lassen. Hab's mal getestet, aber ist es nicht so mein Spiel. Also Minecraft ist in der Hinsicht besser. Meine Brüder machen immer Gegenargumente dazu, wie nein, Fortnite ist besser, weil man kann da ja Leute abschießen und bauen. Was kann man da großartig bauen? Wände. Wow. Was mache ich in Minecraft mit Wänden? Mit Wänden kann man sich vor Angriffen. Ha, da sieht man's. Eisen. Da kann man sich gerade mal vor ein paar Schüssen abwehren. Auch gleich. Das hier. Okay. So. Haben wir mal ein paar Eisenblöcke, dann können wir uns eine Eisenspitzhacke craften und ja. Es gibt auch einen Trick, wie man in der Höhle gut zurechtkommt. Und zwar, man kann die Helligkeit ziemlich hoch aufdrehen. Das mache ich auch immer, aber ja. Also damit ihr es wisst, ich werde nicht offline weiterspielen, sondern werde immer euch davon berichten, was ich gerade spiele oder wie weit ich gerade bin. Also. Ich werde nicht die Chance auslassen, euch zu zeigen, was ich gerade mache. Kriege ich jetzt die Fackel, danke. Ja. Nachdem ich den Block abgebaut habe, werde ich euch dann... Hat das noch was? Dann werde ich erstmal die Aufnahme beenden, weil YouTube lässt noch nicht so viel zu. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwas mit der Aufnahme nicht wieder stimmt. Wie immer. Wie viel Eisen haben wir denn noch? Und wir haben hier Kies. Das ist immer sehr nützlich, damit können wir ein Feuerzeug machen. Wie viel ist da noch? Ja. Nichts mehr. Hoffe ich. Das ist noch ein bisschen was und dann. Ja. Einen Skin habe ich ausgewählt, weil der mir ziemlich ähnlich sieht. Wenn ihr wollt, kann ich gerne mal auch mal mit Facecam spielen, wenn es euch interessieren sollte. Wenn nicht, ist auch okay. Und ja, ihr kennt mich ja noch nicht so gut. Nur weil ich jetzt ein paar Mal YouTube gemacht habe, heißt das nicht, dass ich jetzt der Berühmteste bin, wie, keine Ahnung, was es da für YouTuber so gibt, die berühmt sind. Kann man damit überhaupt craften? Nein. So. Ich würde sagen, Moment, erstmal die Fackeln einsammeln, da oben, weil ich gehe jetzt weiter runter. Im nächsten Video werde ich dann, unten weitermachen in der Höhle. Oh, ist schon wieder Nacht. Ja, Moment, wo ist es? Wo ist es dunkel? Ah, da ist die Fackel. Dann bis zum nächsten Video.